Schon wieder ein Messerangriff in einem Zug. Am Morgen kommt es offenbar zu einem Streit zwischen zwei Männern in einer Regionalbahn Richtung Dortmund. Einer von ihnen zückt plötzlich ein Messer. Doch bevor er Schlimmeres anrichtet, können zwei Kommissaranwärter ihn stoppen. Beide sind zufällig im Zug, tragen Zivilkleidung. Sie überwältigen den Messermann, halten ihn fest, bis die Polizei in Kamen dazukommt und den 45-Jährigen festnimmt. Der Angreifer wird leicht verletzt, wird ins Krankenhaus gebracht. Die Fahrgäste bleiben unverletzt. Es ist die nächste schreckliche Messerattacke, nur kurz nach einem tödlichen Angriff in einem Zug in Brockstedt Ende Januar. Ein offenbar geistig verwirrter Mann hatte wahllos auf Fahrgäste eingestochen, tötete zwei junge Männer. Auch hier konnten Mitreisende verhindern, dass es noch mehr Opfer gab. Das Motiv des Messerangreifers in Kamen ist noch völlig unklar.